Am Samstag und Sonntag fand zum 6. Mal der bundesweite Tag der Archive statt und natürlich hatten sowohl das Landeshauptarchiv als auch das Stadtarchiv in Dessau-Roßlau einiges für ihre Besucher vorbereitet. Vor allem die neue Online-Suche stand beim Landeshauptarchiv im Vordergrund. Diese soll nicht nur den Einheimischen neue Suchmöglichkeiten ermöglichen, sondern auch Interessenten aus aller Welt zeigen, welche Schätze im Landeshauptarchiv verwahrt werden. Zudem bringt das digitalisierte Gedächtnis der Vergangenheit noch einige andere Vorteile mit sich. Sie können sich viele Recherchen hier vor Ort ersparen. Sie können sich auch viele Recherchen vereinfachen, jetzt am Rechner. Und das wird Ihnen vor Ort wesentlich weiterhelfen. In Zusammenarbeit mit dem Verein für anhaltische Landeskunde will das Landeshauptarchiv im Sommer die Ausstellung Anhalt International eröffnen. Beim Zusammentragen der Archivalien stellte Dr. Andreas Erb, Leiter des Landeshauptarchivs der Abteilung Dessau, erstaunt fest, wie viele gut erhaltene Fundstücke es gibt und so wurden einige schon vorab im alten Wasserturm präsentiert. Viele Besucher kamen aber auch, um ganz konkrete Fragen an die Mitarbeiter des Landeshauptarchives zu stellen. Viele haben ein ganz konkretes Anliegen, wollen wissen, ob sie da bei uns an der richtigen Adresse sind. Bis jetzt konnten wir immer ja sagen. Viele wollen allgemein wissen, wie das mit dem Online-Auftritt ist. Viele wollen sich einen Eindruck verschaffen, wie es um die Anhalt International-Ausstellung bestellt ist. Und viele wollen auch einfach das Gebäude sehen. Viele wollen wissen, was verbirgt sich hier. Das ist eine gute Mischung, denke ich. Auch im Stadtarchiv wurde das Thema des 6. Tages der Archive, Feuer, Wasser, Krieg und andere Katastrophen gekonnt umgesetzt. Sehr informativ führten die Mitarbeiter ihre Gäste durch das Haus in der Lange Gasse. Zudem konnte man Einblicke in die Nachkriegszeit nehmen und einen geschichtlichen Blick in historische Zeitungsausgaben werfen oder sich historische Fotoaufnahmen ansehen. Dennoch ist der Tag der Archive nur ein Baustein in der Angebotspalette der Archive der Stadt. So hält zum Beispiel das Landeshauptarchiv auch in der Zwischenzeit viele weitere Angebote für seine Gäste bereit. Es ist ja nicht nur so, dass wir einen Tag der Archive haben. Wir haben auch viele Vorträge, wir haben vierteljährlich Führungen durch das Haus. Und insofern haben wir ein ganz breites Angebot von Ausstellungen, Vorträgen und Führungen, sodass der Tag der Archive jetzt für uns ein Baustein ist. Und ich denke, der kommt auch so gut an, kann ich doch erfreut feststellen. Und ich denke, das kann auch so weitergehen. Mit dieser Angebotsvielfalt wird die Wartezeit bis zum nächsten Tag der Archive in 2 Jahren also attraktiv verkürzt. Und jeder, der nun auf den Geschmack gekommen ist, sich selbst etwas mit Geschichte zu beschäftigen, ist herzlich willkommen.